Ich glaube, einer der wesentlichen Punkte ist tatsächlich, viele unterschiedliche Perspektiven mit reinzunehmen und zuzulassen. Also ich finde, ein wesentlicher Aspekt zum Beispiel ist, dass immer gegendert wird auch. Also ich finde das deshalb zum Beispiel wesentlich, weil wenn wir sozusagen einerseits diese binäre Geschlechterlogik beibehalten und aber auch vor allem quasi die maskuline Form grammatisch verwenden, dann verschweigen wir ganz viel koloniale Realität damit. Zum Beispiel, dass gerade auch schwarze Frauen in kolonialen Kontexten sehr viel Widerstand geleistet haben. Und das wird sprachlich nicht deutlich, wenn wir von, keine Ahnung, vor allem von Männern beispielsweise sprechen. Und gleichermaßen verschwiegen wird dabei auch, dass zum Beispiel weiße deutsche Frauen auch in den Siedlungskolonien bzw. in der Siedlungskolonie Namibia natürlich auch eine zentrale Rolle gespielt haben. Also nur um ein Beispiel zu nennen. Und dann, glaube ich, ist insgesamt wesentlich, dass das intersektional gestaltet wird. Das heißt, dass wir sozusagen viele unterschiedliche Diskriminierungsverhältnisse mitdenken und aufzeigen, wie die sich überschneiden. Ich denke, das ist ganz wesentlich. Das heißt, ich finde, rassismuskritische Maßstäbe sind ganz wichtig, aber wir können sozusagen nur nach rassismuskritischen Maßstäben auch real handeln, wenn wir unterschiedliche Diskriminierungsverhältnisse mitdenken, denn schwarze Menschen sind ja schließlich vielfältig.